Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Green Hell. Ja, das meiste, das sage ich euch gleich zu Anfang, habt ihr noch gar nicht gesehen. Ja, das Ding ist nämlich, ich habe mich nach diesem Spielstand, also ihr müsst, ich habe nach diesem Spielstand, den ich ja in der letzten Folge oder nach der letzten Folge ja gespeichert habe, bin ich herumgelaufen. Ich habe Pflanzen gesammelt, ich habe Früchte gesammelt, ich habe alles Mögliche gesammelt. Um auszuprobieren, bin immer wieder ins Labor reingelaufen, hab geguckt, Mensch, was könnte es sein? Dann habe ich überlegt, Mensch, es hieß ja auch, die Kinder sind der Schlüssel, wo ich mir dachte, wieso die Kinder? Wir haben, das haben wir ja schon öfters mal so diskutiert, wieso die Kinder? Warum gerade die Kinder? Weil, und vor allem, ich habe ja noch keine Kinder gesehen und wie willst du sonst hier Kinder finden und sollte man hier tatsächlich irgendwelche Kinder finden und die dann... Naja, Dinge anstellen, also was weiß ich, den Blut abzapfen oder irgend sowas, das habe ich so ein bisschen, naja, das hielt ich für so ein bisschen unwahrscheinlich und wie gesagt, ich habe probiert, ich habe Tabak ausprobiert, so den ganzen Kram, ich habe so ein bisschen rumprobiert eben nach dem Safe Game und wollte dann halt, wenn ich dann die Antwort habe, mit dem Safe Game, mit dem neuen Safe Game, wollte ich dann halt sagen, hey Mensch, ich habe das Gehmittel gefunden, pipapo. Und hat nicht so richtig gefunden. Dann wurde es mir irgendwann zu bunt. Da habe ich dann gesagt, komm, weißt du was? Weißt du was? Wir gönnen uns. Ich gucke mal ein bisschen nach im Internet. Guck mal ein bisschen. Ist eigentlich nicht so meine Art. Ich hasse das eigentlich. Was heißt eigentlich? Ich hasse es einfach, mich zu spoilern, weil es ist einfach, ich finde es einfach blöd. Ne, weil ich finde es einfach blöd. So, und da habe ich mir mal gedacht, so, bevor ich jetzt nun in den Folgen noch 30 Stunden lang da rumhühner und überhaupt nicht weiß, was und wie und warum ich da was machen kann und bevor wir da jetzt in den Folgen oder was weiß ich dann auch immer noch stundenlang suchen und gucken und ausprobieren, habe ich dann doch mich dazu entschlossen, auszuprobieren. Ich habe nach Möglichkeit nicht versucht, alles zu spoilern, Teilen zu spoilern. Wir haben ja das Ende ja auch schon gesehen, davon abgesehen. Also das Ende kennen wir an sich ja schon, aber da wir ja die Möglichkeit haben, am Ende dann auch tatsächlich diese dieses Medikament herzustellen und das dann auch dementsprechend dann Mia zu geben, dachte ich ja, gibt es da vielleicht auch ein positives Ende, weil das, was wir jetzt haben, ist, wir haben das Gegenmittel eben nicht und ja, das Gegenmittel ist eben halt nicht da und mir liegt halt da in ihrem Bottich, hätte ich fast gesagt, an ihrem ja, in diesem Sauerstoffzelt und ist ja alles nicht so prall, alles nicht so toll. Das ist ja nicht so das, was wir erreichen wollten. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit dem Gegenmittel? Können wir mir tatsächlich nochmal helfen? Wird alles gut? Haben wir ein Happy End? Was passiert, wenn wir immer noch aus dem Dorf gejagt? Das ist ja eigentlich auch noch so die Primärfrage. Werden wir immer noch aus dem Dorf gejagt oder haben wir Glück? Ich weiß es nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Und ich habe gerade, ich glaube, ich brauche noch kleine Stöcker. Die nehmen wir natürlich mit. Wie dem auch sei, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eben im Internet tatsächlich eine Lösung gefunden. Ich habe es überflogen. Das mache ich bewusst bei solchen Spoilern immer, damit ich mich nicht zu viel spoiler. Fakt ist jetzt, ich weiß, dass die Lösung in den Fröschen liegen soll. Ja, ihr habt richtig gehört, in den Fröschen. Das heißt, die wir immer manchmal so ein bisschen in diesen Fall gefröschen, die wir dann, wo ich mich immer gefragt habe, Mensch, was soll ich, irgendwelche Bewandtnis müssen diese Frösche hier haben? Warum sind das Fallgiftfrösche, wenn ich daraus kein Fallgift herstellen kann? Und angeblich sollen diese Frösche, sollen das, na, toll. Das sollen die sein. Können wir da unten, da drüben so ein bisschen. Das ist natürlich auch wieder. Nee, ich will einfach nur nehmen. Ah, das geht natürlich alles wieder nicht, ne? Kann man das nicht hier einfach mal so ein bisschen. Das ist ja auch wieder nur Essen hier. Ja, keine Ahnung. Ich brauche nämlich bestimmt was zu trinken. Na gut, pass mal auf, dann suchen wir erstmal. Machen wir erstmal was anderes. Oder wenn wir die Kokosnussschale. Haben wir eine Kokosnussschale? Das geht ja auch. Nehmen wir die Kokosnussschale. Machen wir zwar ein bisschen weniger Wasser, aber das passt schon. So, pass mal auf. Dann machen wir nämlich diesen. Ich muss mir vorerst mal nämlich noch ein bisschen Wasser abkochen. Das ist uns alles nichts. Tut mir leid. Aber dann suchen wir uns gleich ein paar Frösche. Ich weiß nicht, welche Frösche das sind. Es gab ja da unterschiedliche. Es gab ja grüne, blaue, rote.
Und ich glaube auch noch normale Frösche. Also, was heißt normale Frösche? Aber die, die halt eben keine spezielle Farbe haben. Diese braun oder grauen oder was weiß ich, welche Farbe die hatten. Eine von diesen Fröschen oder ein Frosch soll angeblich uns weiterhelfen können. Frage ist ja auch, ob es uns direkt weiterhilft oder ob wir den Frosch wieder weiterverarbeiten müssen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir müssen also gucken. Irgendwo hatte ich auch Frösche rumlaufen sehen. Also vorzugsweise sind die natürlich immer irgendwo hier so in der Gegend. Und ich werde mir einfach mal versuchen, alle Frösche... Paranos. Alle Nüsse einfach mal einsammeln. Alle Nüsse. Alle Nüsse, ja auch alle Nüsse. Aber vor allem Frösche einsammeln. Ich kann ich doch auch so einsammeln, oder? Und Leben stand da. Aber ich glaube, da werden wir hier nichts mit. Okay. Den können wir nicht einsammeln, also wird das der Frosch wahrscheinlich sein. Vielleicht können wir tatsächlich nur die relevanten Frösche einsammeln. Das weiß ich eben nicht. Es hieß nur lebend. Also kein sezierter oder kein auseinandergenommener Frosch, sondern tatsächlich ein frischer Frosch. Frischer Frosch. Dann die Frage, ob wir hier mal eben einen frischen Frosch finden. Ich hätte ganz gerne, also im Idealfall finden wir alle drei Farben. Also rot, den roten, den blauen und den grünen. Dann könnten wir nämlich dann alle ausprobieren. Nur was ich irgendwie nicht so ganz herleiten kann. Also wenn das die... Oh, da ist ein roter Frosch. Ah ja, acht. Ach ja, Mist. Ach ja, die sind ja richtig giftig. Mist. Ja, zum Glück. Warte mal, ich muss einmal ganz kurz gucken. Ich muss mich einmal ganz kurz versorgen. Igitt. So. Da haben wir, glaube ich, nichts, ne? Ich will nur hoffen, dass es der... Mal gucken, ob wir das irgendwie hier so... Hoffentlich habe ich noch Verbandsmaterial dabei. Da habe ich natürlich nicht genau die richtig falschen. Da können wir noch nichts machen. Und die haben Fieber wie Schwein. Fallgift lebend. Das heißt, wir natürlich ausgerechnet. Jetzt haben wir natürlich den... Da kommt ein Stock geflogen. Na gut, das haben wir wahrscheinlich gerade verkehrt gemacht. Oh, warte mal. Weißt du, was wir machen? Ich laufe mal ganz schnell zurück. Wir machen mal Folgendes. Falls ich es überleben sollte. Ich laufe mal eben kurz zurück und prüfe, ob das der rote tatsächlich ist. Weil dann müssen wir uns nämlich da so ein bisschen drauf einschießen. Wenn es nämlich nicht der rote ist, dann müssen wir es hier noch ein zweites Mal probieren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Da ist so ein blauer. Ein grüner! Die kommen natürlich ausgerechnet jetzt, weißt du, wo ich den roten habe und am Verrecken bin. Ansonsten würde ich den Spielstand einfach nochmal neu starten und dann probieren wir uns einfach mal so durch. So. Hoffentlich überleben wir das noch, dass wir sehen können, ob der rote Frosch was bringt. Weiß man ja mal nicht. So, einmal kurz hier zacken. So, einmal Froschi. Einmal Froschi da rein. Thirsty. Und lass es uns bitte überleben. Lass es uns bitte überleben. Komm, seh zu, seh zu, seh zu, seh zu. Vor allem achtmal Gift, ne? Achtmal vergiftet. Heftig. Success. Tatsächlich, Success. Ah. Also, das sind tatsächlich die Roten. Na gut, wir vernibbeln sowieso gleich wieder. Ich meine, ich kann nichts machen. Doch, warte mal, was wir ausprobieren. Moment. Schmerzmittel. Oh, warte mal. Das kriegen wir doch noch geheilt. Essen. Oh, wir kriegen es tatsächlich noch. Oh, yo. Geil. Heilmittel. This can't be true. Mia, I found it. Answer, please. I have a cure. I hops. War gleich der Rute. God damn it, speak to me. I hops. So, Tagebucheintrag. So. Gleich mal gucken. Fakten. Nein. Das hatten wir alles schon. So, Gift hatten wir. Mia, dank der Ayahuasca. Funkgerät. Was ist das für eine Expedition? Ist die ganze Ausrüstung vom Flughafen dort gelandet?
Ist dieses Lager Umulu aus meiner Vision? Sie wollen in dieser Maschine Medizin entwickeln. Richtige Zutaten müssen gefunden werden. Geholfen, sondern Mittel. Aha. Aber warum? Was ist ihnen entgangen? Aus diesem Dorf hat mich Mia angefunkt. Hier ist aber keine. Nicht mal ein verdammter Stammesmann. Es gibt aber noch einen zeremoniellen Ort. Es gibt noch eine Lösung. Ich muss noch mal Ayahuasca trinken. Das hatten wir schon. Ach, hier, guck mal, warte mal. Da kommt nämlich genau das, was mich interessant ist. Wir finden es barbarisch, Kindern Gift zu geben, aber so stärken die Eingeborenen schon immer ihre Abwehrkräfte dagegen. So viele Stämme nutzen diese Methode und es ging völlig an uns vorbei. Es ging an mir vorbei! Okay. Das ist gut und gleichzeitig schlecht. Ja, wir müssen auf jeden Fall was trinken. Geil, haben wir das Gegenmittel. Zack, und gleich der erste Versuch. Warte mal, ich werde mir hier erstmal schon was reinpfeifen. Muss mich erstmal so ein bisschen... Erstmal ein bisschen heilen hier. Gut. Und wir brauchen dringend Schlaf. Ich würde sagen, wir jagen noch mal kurz. Nach Möglichkeit, mal irgendwie irgendwas an Viechern, damit wir da ein bisschen noch was machen können. So, und warte mal, das Feuer müsste ja noch brennen, ne? Dann machen wir uns gleich ein bisschen... Schade. So, und wir haben Kohle noch dabei. Hatten wir nicht noch Kohle? Kohle! Zack. So, wunderbest. Ich frage mich immer noch, warum wir das Gold haben. Vielleicht beantwortet uns das gleich auch noch jemand. Wenn wir das gute Ende haben. Mal gucken, haben wir hier vielleicht noch irgendwo... Irgendwo Leute. Oder wir pennen erstmal. Wie spät haben wir es? Alter, 12 Uhr und wir gehen schon wieder pennen. Geht ja gar nicht los. Warte mal. Da. Machen wir erstmal das Wasser. Das Campfire erstmal aus. Ah, wir müssen erstmal schlafen gehen. Das ist uns alles nichts. Sonst wird das hier nichts mehr. Muss erstmal ein bisschen heier machen. Braucht erstmal ein bisschen Energie. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück mit dem Licht nachher. Um 20 Uhr. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Wasser. Ein bisschen was zu futtern. Wie spät haben wir es? 20.37 Uhr. Wir haben ja nichts mehr zu futtern, ne? Wir haben wirklich nichts mehr zu futtern. Baden können wir uns noch reinpfeifen, aber ich glaube, das findet er nicht so toll. So. Diese Vision mussten wir nochmal auslösen, ne? Wir hatten ja die Lian noch mit dabei, das ist okay. Und dann nochmal Ayahuasca hatten wir, also hier diese Psychotria. Und dann haben wir irgendwo noch das Gegenmittel mutmaßlich. Was hier irgendwo? Keine Wurzel. Wo ist das Gegenmittel? Nicht, dass das Gegenmittel weg ist, sonst kriege ich echt einen Krampf. Na gut, verlassen wir uns mal drauf. Ich werde noch mal ein bisschen pennen gehen. Ich hoffe, dass es hier nicht... Na gut, wir stehen dann um 5.15 Uhr auf. Müssen dann noch mal kurz jagen gehen. Oder wir gönnen uns noch mal einen Frosch, das weiß ich noch nicht. So, wo müssen wir uns mal Tier gönnen. Ich weiß nicht, ob in der Richtung... Jetzt mal Wasser. So. Ja, ist ein ewiges Hin und Her, aber ich wollte unbedingt noch das zweite Ende sehen. Ich würde mir auch ganz gerne so einen Kaiman oder sowas gönnen. Und bevor ich jetzt ewig nach einem Kaiman suche, gucke ich jetzt erstmal hier auf der anderen Seite. Räuchen. Bisschen Fleisch brauchen wir auf jeden Fall noch und Fleischsuppe vor allem. Und dann sollten wir es eigentlich auch heute gebacken kriegen. Also in dieser Folge sowieso. Das werde ich auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall in dieser Folge machen, dass wir das zweite Ende sehen. Und vor allem, ich will den Abspann noch mal komplett gucken.
Ach, ein großer Stein. Ich wollte schon sagen, was war das denn? Das wäre da gerade vor mir ein Tier krepiert. Das, ja. Schöner Sonnenaufgang. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir gleich das Ende zu fassen haben. Und sich die Geschichte dem Ende neigt. Ja, es war ein weiter Weg. Ich muss auch sagen, ich wäre wahrscheinlich schon wesentlich früher schon durch gewesen, muss man ja auch mal sagen. Ich meine, es ist ja kein Speedrun hier, davon abgesehen, aber ich habe natürlich auch viel Zeit verschenkt. Ihr wisst noch, wo ich die ganze Zeit bei diesem komischen Drogenlabor gewesen bin und ordentlich damit zu kämpfen hatte, überhaupt Fleisch irgendwie ranzukriegen, die ganze Zeit jagen war und habe versucht dann irgendwo immer irgendwie was zu finden, damit ich gerade noch so am Leben bleibe. Ja, ja, das hat so viel Zeit gekostet. Warte mal, hier ist er. Es tut mir ja leid, mein Freund, aber ich muss dich leider mal kurz... Ich muss dich mal sammeln. Ich brauche nämlich ein bisschen Fleisch. So, haben wir eigentlich... Einmal ein Stück haben wir. Das ist nämlich nicht so viel. Wir wissen aber auch, dass wir nicht mehr allzu viel brauchen werden. So. Vielleicht finden wir nochmal irgendwo ein anderes kleines Tier, damit wir ein bisschen Reserve haben. Ein letztes Mal ein bisschen jagen. Auch diese Folge wird wahrscheinlich ein Ticken länger werden. Ja, ich weiß, du musst was trinken, aber ich muss auch erstmal was zu fressen finden. Also was zu essen finden. Irgendwas Vernünftiges zu essen. Oder haben wir hier vielleicht... Diese... Wir hatten nochmal vorhin diese Pflanze. Wenn man davon nämlich dann die Wurzel nimmt und die schon abkocht... Oh, da. Sehr gut. Katsching. So. Da können wir uns gleich nochmal fein was zu essen machen. Mal kurz die Knochen wegschmeißen. Die brauchen wir ja nun nicht mehr. Sind zwar... Ach so, Knochen können wir sowieso nicht mehr aufnehmen. Das ist gut. So, erstmal waschi. Nein. Oh, jetzt komme ich schon gar nicht mehr klar. So, erweitern, waschen. Einmal. Zweimal. Siehst du, dann kriegen wir noch ordentlich was zu essen. Das ist doch geil. Dann sollten wir eigentlich genug Energie haben, um uns da durchzuschlagen. Noch bis zum Dorf. Dann machen wir noch Ayahuasca. Dann haben wir nochmal diese Endsequenz. Die müssen wir uns dann ein zweites Mal geben. Dann haben wir nachher ja theoretisch und ich hoffe auch praktisch, nachher das Gegenmittel, was wir Mia verabreichen können. Und dann stellt sich natürlich danach raus, haben wir Mia dann tatsächlich gerettet oder ist es tatsächlich eine Vision gewesen? Denn Fakt ist ja, zumindest nach dem, ich mutmaßlich nach dem negativen, nach dem negativen Ende, wir wissen jetzt, was passiert ist. Wir haben nämlich das Gegenmittel nicht gefunden und sind aus diesem Dorf gejagt worden. Und ja, und so ist dann alles so passiert, wie es passiert ist. Dass wir irgendwo dann über die Klippe gefallen sind und pipapo, ihr habt es selber gesehen. Das war ja auch die Anfangssequenz von dem Spiel, also von daher kennt man es ja. So, einmal, zweimal... Come on. So. Zack, anzünden. Futter machen schnell. Einmal. Zweimal. Und hier schon lecker Fleisch, du. Das gibt ordentlich Dampf auf den Kessel. So, also mal das Fleisch. Dann das Fleisch. Da kriegen wir wieder schöne Energie. So, hoffentlich zumindest. Sollte eigentlich reichen. Dass wir den Tag auch erstmal... gut rumkriegen. Ah, sehr schön. Einmal, zweimal. So,
Die beiden Fisch. Ach, drei haben wir sogar. Sehr gut. Dann machen wir halt noch drei Suppen, sofern das reichen sollte. Ja, sollte reichen. Einmal, zweimal. So, dann haben wir das Kapitel nämlich dann auch abgeschlossen. Puh. So, trinken und trinken. So, machen wir den auch gleich noch. Sehr schön. Die Energiebalken füllt sich auch wieder. Das ist super. Zack. Trinken. Und hier kriegen wir auch gleich nochmal ordentlich. Ja, ja. Trinken. So. Wunderbar. Super. So, einmal kurz gucken. Das ist die falsche Karte. Wir müssen Richtung Nordwesten, ne? Richtung Nordwesten, dann kraxeln wir da lang, dann gehen wir da runter, dann gehen wir da runter. Ja, wir müssen schon noch ein Stück laufen. Was? Nee, oder? Sag jetzt nicht, ich habe mich hier verbrannt, weil ich durchs Feuer gelaufen. Ich bin auch so ein Experte, du. Ich bin so ein Experte. Ah, zum Glück habe ich ja noch einen Verband dabei. Das muss dann auch reichen mit den Verletzungen hier. Das ist ja unglaublich. Da denkst du, ah, du machst noch eine unschuldige letzte Folge, weißt du? Zeigst den Leuten nochmal, wie es hier so endet und dann, ja, siehst du, Ochs vom Berg. Und so. Okay. Dann laufe ich mal eben los. Ayahuasca. Ayahuasca. Ja, ich muss sagen, das war aber wirklich eine Odyssee, ne? Also das war schon... Also ich muss sagen, ich fand's gut bis jetzt das Spiel. Also ich meine, wir kennen das Ende ja. Also abgesehen jetzt von dem alternativen Ende, was wir gleich sehen werden oder später sehen werden, fand ich das schon sehr, sehr geil, muss ich sagen, die Story. Vor allem, dass man auch erst zum Schluss, naja, tatsächlich auch erst erfahren hat, worum es überhaupt ging. Das war wirklich schon sehr, sehr nett. Wobei wir ja noch nicht alles wissen. Und... geil, muss ich sagen. Fand ich echt klasse. Hätte ich jetzt so nicht vermutet. Ich hatte ja... ja gut, man kannte ja nur das Tutorial letztendlich. Man kannte nur das Tutorial zum Anfang und wusste man, okay, dass sie halt irgendwas, dass halt irgendwas mit dem eingeborenen Stamm ist und das wusste man denn ja. Aber... dass sich das nachher so entwickelt, das hätte ich auch nicht gedacht. So, hier müssen wir runter, ne? So, ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Ja, bin ich auf jeden Fall. Ja, klar, natürlich. Hier ist ja unsere alte Hütte, dann müssen wir da hoch. Warum laufe ich wieder so viel? Verstehe ich nicht. Ich laufe schon wieder. Ja. Das ist irgendwie so ein Reflex. Das ist genauso wie bei 7 Days eben halt auch. Da habe ich immer den Reflex, um die Laufentaste mit zu drücken. Dann laufe ich nämlich in irgendwelche Schlange rein. Also um das Ganze nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Fakt ist, wir sind halt Forscher. Wir haben irgendwann mal diese Gegend hier und das Volk, was hier so rumlebt, haben wir irgendwann mal erforscht und haben rausgefunden, hey Mensch, die haben die Möglichkeit, tatsächlich Krankheiten zu heilen, weil ne, sie auch ihre Kinder impfen und pipapo. Und daraufhin, weil dann irgendwann mal unsere Frau Mia dementsprechend auch an Krebs erkrankt ist, haben wir uns gedacht, Mensch, dann holen wir uns dann nochmal die Medikamente hier aus dem Dschungel und helfen unserer Frau. Was, glaube ich, jeder gemacht hätte. Also man kann ihm das, glaube ich, nicht so wirklich vorwerfen. Vorwerfen wir sowieso nicht. Aber die Frage ist natürlich auch, warum hat es nachher einen neuen Virus gegeben? Oder was heißt einen neuen Virus? Warum hat es überhaupt einen Virus gegeben? Warum sind Millionen von Leute gestorben? Warum? Weil wir vielleicht irgendwie was
Weil wir vielleicht irgendwas angestellt haben. Vielleicht werden wir das gleich nur sehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht nimmt das Ganze ja ein ganz anderes Ende. Mit dem Medikament. Ich weiß es absolut nicht. Also mal gucken, dass ich hier erstmal gleich... Da können wir runter. Wir können auch da hinten runter, glaube ich. Ich glaube, der Weg ist kürzer. Wir können auch hier schon mal... Auf jeden Fall schon mal Stöcke sammeln. Die brauchen wir nämlich. Für ein neues Feuerchen. Da müssen wir runter. Ja, ich will da runter. Ich darf da mal nicht runter. Ja, sonst gehen wir doch den langen Weg. Ist auch egal. Aber da möchte ich nicht runterspringen. Ach, hier geht's ja runter. Richtig, hier gab es doch Baumstämme. Richtig. Richtig, 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 richtig. Ich bin echt gespannt. Links mal runter. Stöcker brauchen wir. Warte mal. Wir nehmen uns gleich ein paar Stöcker mit, damit wir gleich fertig machen können. Wenn wir schon mal hier sind, dann nutzen wir das auch. So. Sammeln. Zack. Stock. Stock. Achso, wir sind sowieso schon voll. Da vorne ist noch eine Schlange, siehst du? Wo wir gerade von der gesprochen haben. Normalerweise wäre es ja eigentlich jetzt noch mein Standard, nochmal da richtig schön reinzulaufen. Damit wir nochmal richtig schöne Infizierung haben. Damit wir richtig schön nochmal viele haben und am besten noch vorher verrecken. Das wäre eigentlich so mein Spielstil, wie ich ihn eigentlich immer, pflege bei irgendwelchen Spielen. Ob das so ein Green Hell ist oder Seven Days. Ich finde die Gefahr. Bevor ich schon sage, was läuft da denn für ein Bär? Das war zum Glück nur diese Tapire. So. Super. Das sieht gut aus. Oh, warte mal. Ich glaube, ich werde mir noch mal eine Banane gönnen, bevor wir uns gleich die Drogen wieder reinpfeifen. Tut immer gut, eine Banane vorher noch zu essen. So, zack, muss reichen. So. Wobei ich ja fairerweise sagen muss, als ich das erste Ende gespielt habe, da war das Ende ja relativ offen, ne? Weil das Ende, das, was wir gesehen hatten, das endete ja quasi beim Anfang. Ja, ich weiß, es wird lustig. Glut erforderlich. Ach, hatten wir schon Feuer gemacht beim letzten Mal. Ja gut, es kann natürlich sein, weil das ein anderes Safe-Game gewesen ist. Naja, ich habe da mit den Safe-Games sowieso ein bisschen rumgespielt. Ist egal. Hauptsache, wir haben das Medikament. Und wir sehen nochmal das zweite Ende. Das ist immer das Wichtigste. So, zacken. Ayahuasca, bitteschön. Jetzt müssen wir uns natürlich den ganzen Kram gleich nochmal reinpfeifen. In der letzten Folge. Aber naja, wir wissen ja, wofür wir es tun. Um das schöne Ende zu sehen. Hoffentlich das schöne Ende. Ich weiß ja nicht, was passiert. Kann ja auch ein ganz schlechtes Ende nehmen. Trotz Gegenmittel. Weiß man ja noch nicht. Weil Kloppe kriegen wir ja sowieso auf jeden Fall. Mia, where are you? You stay here. You stay here. With me. Again. Is that what you want? Anfassen. No, no, not again. Weil ich sag ja, ich hab irgendwie. Just tell me what happened. Das Gefühl, dass es mir eigentlich gar nicht mehr gibt. You cured me. You gave me back hope. I could taste and smell again. I could eat without throwing up. Those were the best 6 months of my life. And you were by my side the whole time. Ja. But Jake, I feel it coming back.
I'm afraid of it. I lived, but felt dead. I can't go through all that again. I can feel the same grip on my throat. I can't swallow or breathe. Seconds stretch into hours, and I'm just waiting. I'm just waiting to die. Every patient of Immolocorp became a walking time bomb. Everyone was infected. Everyone. Even you. You left me here. You left me alone to die. You wanted to save me again, but what will the price be this time, Jake? What will you sacrifice this time? Was wirst du diesmal opfern? Wir haben ein ganzes Dorf geopfert. What happened here? Everything we do makes the tribe suffer. I sold their secrets. It's easier not to remember, isn't it? Do you even remember how you got here? Of course I do. By boat. With you. We put up a tent and... Are you sure? I don't understand. How long have you been here? Mia... You know I can't remember. Just tell me. Weeks passed. You were certain you would find the cure. Everyone lost hope. Time went by. You were all alone. How long can you survive on your own? How long can you live with the deaths of millions on your conscience? Maybe it'd be easier to just push it all away. Forget. Start again. Start again. Jake? Please answer, Jake. I need you here, Jake. Please. I need you to do this for me. Please. Please, I can't. Tja, was hätte man das machen sollen? Wie gesagt, du weißt, dass deine Frau zu Hause stirbt und du versuchst auf Biegen und Brechen ihr das Medikament zu geben. Das Gegenmittel. Aber wir haben es ja jetzt dabei. Vielleicht haben wir jetzt ja doch ein gutes Ende. Ich weiß es nicht. Ich meine, diese zig Millionen Opfer hat es ja trotzdem gegeben. Also von daher dürfte es eigentlich kein gutes Ende geben. Oder vielleicht doch. Das haben wir schon mal gesehen. Hier sprechen. Are you? What happened? You didn't listen, did you? I don't understand. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Did you get what you wanted?
Ja. Ja, ich habe das Heilmittel. Ja. Ich weiß es nicht. Was? Nein. Ich habe das Heilmittel. Yes. I have the cure. And now I know where to find you. Then go. What are you waiting for? Okay. Hier können wir jetzt trotzdem nichts machen. Ach so, nee, jetzt mal ganz im Ernst. Also ich meine, wenn du weißt, dass deine Frau, auch wenn sie sterbenskrank ist, wie würde man da reagieren? Du hast eigentlich als Einziger die Macht und vielleicht auch das Wissen, ein Medikament zu entwickeln, um ihr zu helfen, weil du weißt, dass es geht und weil du es schon mal geschafft hast. Würdest du dann einfach sagen, nee, also jetzt höre ich auf, jetzt gebe ich auf? Nee. Das wird doch keiner machen, oder? Gut, auf der anderen Seite sind da zig Millionen für gestorben. Es gab diesen Virus. Okay. Wir sind da wieder. Scheiße. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein Ende. Okay. Finde bessere Kletterausrüstung. Und nicht. Nein, geh zurück zur Landebahn. Bitte was? Geh zurück zur Landebahn? Bitte was? Ich dachte, wir schaffen das komplett. Geh zurück zur Landebahn. Bitte was? Geh zurück zur Landebahn. Das sind 30 Milliarden Kilometer. Dass jede Stöcke mal durch die Gegend fliegen. Das ist 30 Milliarden Kilometer weit weg. Minimum. Geh zurück zur Landebahn. Und besorg mir bessere Kletterausrüstung. Aber das haben wir doch schon gemacht. Nicht, dass wir tatsächlich noch was. Dass wir tatsächlich noch was machen müssen. Oder vielleicht werden wir auch gleich einfach nur rausgeflogen. Das. Was ist das noch für ein Weg? Gucken, ob es irgendwie eine Abkürzung gibt. Ich glaube aber nicht. Da müssen wir schon noch ein ganzes Stück verlaufen. Entway. Na komm. Dann wird es doch noch eine etwas längere Folge. Ich hätte tatsächlich gedacht, wir sind jetzt. Was war das? Oh. Hallo? Tower, come in. Ach so. This is Jake Higgins. I got it. I got what everybody's been looking for. Did I hear you correctly? Say again, over. Yes. Yes, you heard me right. I have the cure. A cure? Oh my god, are you certain? I'll send somebody right away. Ja, dann beeil dich mal besser. Christ. Is this really over? Just hurry. Wie das aussehen muss, wenn sie ihn abholen, hätte diese ganzen komischen Pflanzen am Körper. I wanted to say goodbye to you. You think I'm still waiting for you? Ach, die ist tatsächlich. Ich muss es glauben, ich weiß es nicht, so viel Zeit ist vergangen. Also sie ist tatsächlich da. Ich dachte, die wäre jetzt noch im Krankenhaus, dass es nur eine Vision gewesen wäre. Ich muss es glauben, ich weiß es nicht, so viel Zeit ist vergangen. Yes. Ups. You're a fighter. Okay. You know, you could always come back to me. I really hope that this won't be necessary. Jetzt schürz ab. Hey, Mia. Wir sehen jetzt nochmal richtig von vorne. Leb wohl. Danke. Thank you. Goodbye, mi amor. Sag bloß, die ist jetzt tatsächlich gestorben.
Gibt's ja nicht. Goodbye, mi amor. Also ist sie tatsächlich gestorben. Haben wir's? Weil da stand ja auch, es war eine ganz schön lange Zeit. Also ich hab... Das ist ja das, was ich sagte. Ich sagte doch, pass mal auf, die ist tatsächlich... Wahrscheinlich ist sie tot. Wahrscheinlich ist sie tot. Und wir haben irgendwie, weil wir es über den Kopf gekriegt haben und unbedingt dieses Gegenmittel machen wollten, was ist dieses Gegenmittel, aber dieses Krebsmittel haben wollten, sind wir halt wieder zurück in den Dschungel. Und wir haben sie die ganze Zeit immer als Vision wahrgenommen. Als unseren Antrieb, als unseren inneren Antrieb. Und deswegen ist er da im Dschungel halt halb durchgedreht. Nur ist natürlich immer noch die Frage, anscheinend muss das ja irgendwie ein Virus ausgelöst haben, der dann wiederum andere Leute infiziert hat. Er war ja selber infiziert, das hat er ja gesagt, oder das hatte sie gesagt. Puh. Krass. Aber ich muss sagen, das ist echt eine geile Geschichte. Muss ich sagen, es war eine leichte Geschichte, aber eigentlich schick verpackt. Muss ich sagen, also das hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte jetzt gerade zum Ende, hatte ich so ein bisschen Panik, dass ich jetzt tatsächlich den ganzen Weg nochmal zum Flugfeld nochmal wieder zurücklaufen muss. Also, puh, da dachte ich mir, hey Mensch, das ist nämlich schon ein ganzes Stück. Da hätten wir nämlich durch 3 Karten durchlaufen müssen. Das wäre schon noch eine ganze Weile, hätte noch eine ganze Weile gedauert. Da finde ich es natürlich dann so ganz angenehm, dass das Spiel dann sagt, ah komm hier, komm, den Restweg, den schenke ich dir. Alles geskriptet. Aber an sich... Ich bin ein bisschen froh, dass wir es jetzt geschafft haben. During the creation of this game, the capybara was harmed. Okay. Wahrscheinlich wegen keine Tiere wurden natürlich verletzt, ist ja klar. Ja, Leute, das war Green Hell, der Story Mode. Wie ich ja schon sagte, ich habe mich am Anfang so ein bisschen schwer getan. Ich habe am Anfang oder zwischendurch auch eigentlich mehr survivalt, als ich mich jetzt um die Story gekümmert habe. Und manche Sachen waren auch nicht so wirklich klar. Ich weiß jetzt zwar auch nicht mehr, welche Elemente das gewesen sind, aber ich fand so hier und da zum Beispiel jetzt mit den Fröschen. Das war eigentlich so das beste Beispiel jetzt gerade zum Schluss. Wie wären wir denn auf die Frösche gekommen? Ja, also ich meine, gut, dass die Kinder davon geimpft werden, okay. Man hat es vielleicht auf diesem Bild hat man es vielleicht gesehen, so ein bisschen. Da konnte man ja so das kleine Kind sehen, wie er mit so kleinen Pfeilspitzen geimpft worden ist. Da hätte man natürlich jetzt sagen können, okay, die Frösche, das sind halt Giftpfeilfrösche. Da hätte man vielleicht diesen Zusammenhang vielleicht noch knüpfen können, vielleicht. Aber ansonsten hätte ich eigentlich gedacht, das wäre irgendwie eine Pflanze. Es hieß ja auch im Labor, ja, Mensch, die Pflanze ist sehr vielversprechend und die ist halt süß und die kann einiges heilen, unter anderem vielleicht auch Krebs. Na, dann dachte ich, okay, dann brauchst du halt genau die Pflanze, aber dass es ein Frosch ist, ein simpler Frosch. Das hätte ich nicht gedacht. Tja. Also wie gesagt, um dem ganz normal eine Abrundung zu geben, wir sind in den Dschungel gegangen, um halt ein Heilmittel nochmal zu finden, um Mia vielleicht noch ein zweites Mal zu helfen. Aber aus irgendeinem Grund sind wir, weiß ich nicht, wahrscheinlich, weil wir den Virus in uns getragen haben, sind wir dann in den Dschungel. Also wir hatten, wie gesagt, wir hatten ja den Virus schon in uns, sind in den Dschungel, haben die Leute infiziert, haben da zig Leute umgebracht, Millionen umgebracht, auf der Suche nach dem Gegenmittel. Nach diesem Krebsmittel, nach diesem Medikament. Und ja. Trotzdem hat es natürlich nichts gebracht, so weil jetzt gerade zu sehen war, Mia scheint trotzdem gestorben zu sein in der Zwischenzeit. Weil wir eben eine ganze Weile im Dschungel gewesen sind, da nicht weggekommen sind. Auf der Suche eben nach diesem Heilmittel, was wir nicht finden konnten. Frage ist, warum haben wir es vergessen? Nun ja. Trotzdem fand ich das Spiel wirklich sehr, sehr gut. Wir haben eigentlich das meiste, was das Survival angeht, eigentlich schon gesehen. Also eigentlich, was das Spiel so hergibt, das haben wir eigentlich alles gesehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei Green Hell, auch wenn es sich teilweise ein bisschen gezogen hat. Aber eben auf solche Spiele muss man sich halt einlassen. Bis du dann halt eine gewisse Routine in dem Spiel hast, dann dauert das ja erstmal eine Weile. Ich denke, wir haben das bis zum Schluss nachher ganz gut hinbekommen.
wie ich ja schon sagte, wenn du eine gewisse Routine drin hast, dann spielt sich das Spiel auch insgesamt ein bisschen einfacher. Und ja, wir haben es geschafft. Wir haben die Story geschafft. Vielleicht kommt irgendwann nochmal ein zweiter Teil. Irgendwo hatte ich das gelesen. Dass man das da überlegt wird, vielleicht sogar noch einen zweiten Teil mal irgendwann zu bringen zu der Story. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt da auch irgendwann mal ein DLC, ein Story-DLC. Weiß man ja nicht. Keine Ahnung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Obwohl wir jetzt eben halt schon wissen, wie es endet. Ja, spannend. Spannend. Und das hat mich wirklich sehr gefreut. Und das Warten hat sich auch gelohnt. Das hatte mich ja, Green Hell hatte mich ja schon mal nach dem Tutorial, nach der Demo schon angefixt. Und da hatte ich mich tierisch auf den Story-Modus gefreut. Und ich muss sagen, es hat sich echt gelohnt. Das hat echt, echt Spaß gebracht. Und das Spiel ist ja auch echt klasse. Muss man ja sagen. Also so zum Survival macht es Spaß. Ich meine, irgendwann hast du natürlich alles gesehen. Irgendwann ist es für dich alles Routine. Ja, also von daher, irgendwann hast du halt diesen Level. Aber nichtsdestotrotz hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch viel Spaß gemacht. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr generell die Story so wahrgenommen habt, wie ihr das empfunden habt, wie ihr das Ende fandet oder welches von den beiden Enden ihr besser fandet. Natürlich jetzt, was wir jetzt gerade gesehen haben, das war natürlich deutlich positiver, als dann aus dem Dorf gejagt zu werden. Das war natürlich das. Und das ist natürlich wahrscheinlich so im Prinzip das Erste, was wir gespielt haben, das erste Ende. Das war die Story, wie wir sie die ganze Zeit gehabt haben, die Situation, wie wir sie gehabt haben. Wir hatten kein Heilmittel, also wurden wir immer von den Eingeborenen verjagt. Also wurden wir wieder in den Dschungel zurückgetrieben, auf der Suche nach dem Heilmittel. Und jetzt schlussendlich haben wir das Heilmittel gefunden und waren dann plötzlich in der Lage, allen zu helfen. Tja. Also haben wir quasi, hätten wir in der Rotation weitergespielt, wären wir immer wieder in den Dschungel. Das wäre wie so ein täglich grüßtes Murmeltier gewesen, bis wir jetzt dann eben dann doch das Heilmittel gefunden haben. Tja. Gut. Das soll es von mir an dieser Stelle gewesen sein. Das war das zweite Ende von The Green Hell, also Green Hell. Und tja, mal schauen, ob da nochmal irgendwie nochmal was nachkommt zu dem Spiel. Jetzt nicht nur contentmäßig, sondern vielleicht auch nochmal, vielleicht ein Story-DLC. Vielleicht kommt da ja nochmal was, vielleicht haben wir ja Glück. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid auf dieser Reise. Wir werden jetzt den Dschungel erstmal verlassen. Und ja, dann macht's mal gut. Bis dann. Tschüss.